So. Und Lenny ist leider gerade keiner. Aber passt. Wir gucken jetzt einfach, ob ich was verkauft habe. Wahrscheinlich nicht. Ich mein Glück kenne. Gut doch. Gewässererkundung. Hat auch super geklappt. Jetzt kann ich mit ihr auch. Ihr habt nichts verkauft. Fünfhundert. Macht's jetzt nicht besser? Keine Unternehmung. Klasse festlegen. Als Läufer. So, Unternehmung. Du kannst mal zur Väterkundung. Macht am meisten Sinn. So. So, und dann 94 Dinger habe ich davon noch. Okay. Passt. Gut. Denn einmal in den Ostwald. Spielspaß, Spannung im Ostwald. Wir haben ja gestern Totorak noch abgeschlossen. Oder doch Totorak war's. Nicht wegen. Gucken. Du kriegst auch Favoritenstatus. Natürlich kriege ich den Schokobo. Ich habe die Hoffnung, dass ich heute den Weitlauf auf 50 kriege. Wäre wünschenswert. Mal schauen. Knolexia. Die Laufende bringt den Unsrigen ein Geschenk aus dem Horst. Oh, solch einen lieblichen Duft hat die Meinige noch nie gerochen. Der Seinige aus dem Horst und die Laufende sind sehr freundlich. Die Meinige ist sehr erfreut und dankbar. Den Unsrigen fällt es nicht leicht, den Eurigen zu vertrauen. Viel Unheil, Lug und Trug mussten die Unsrigen ertragen. Doch die Meinige ist gerührt und vertraut den Eurigen. Die Unsrigen sind die Eurigen. Sollen in Freundschaft verbunden sein. Ich nehme mal das Gold tatsächlich. Weil Geld brauche ich gerade mehr. Rahmen und die Silfen. Oh, die Deinige ist gekommen. Die Meinige wird die Ältigste rufen. Ältigste Frixio, Besuch ist da. Ah, Abenteurige. In Totorak hat die Deinige sehr, sehr geholfen. So treffen wir uns also schon wieder, Eidari-Eistatze. Und die Beidringen haben Noraxia geholfen. Vielen, vielen Dank. Nicht der Rede wert, aber wieso wart ihr eigentlich an jenem Ort? Vor einiger Zeit sind im Wald die Gemeinigen Galea aufgetaucht.
Die Unsrigen wollen den Grund dafür finden. Deswegen beobachteten wir die Störenfriede. Aber die Metalligen entdeckten die Unsrigen und die Unsrigen mussten fliehen und waren plötzlich im Südwald. Die Unsrigen Atemlosigen haben sich in den tiefigen Höhen von Todorak versteckt, aber ein Düstriger mit einer Maske wollte die Unsrigen an Monstrige verfüttern. Ein Düstriger... Ah. Oh, mit schwarzem Umhang und Maske? Wenn das nicht... Ja, es besteht kein Zweifel. Hör zu, Frixio. Wir sind als Gesandte aus Kadania hier. Ah, die Eurigen fürchteten sich also vor dem großigen Ramu. Ja, so könnte man das ganz verkürzt ausdrücken. Aber versteht uns richtig, wir kommen in Frieden. Ja, und ihr habt doch schon einmal Ramu beschworen und seither machen sich die Leute ein bisschen Sorgen. Ich meine, nicht, dass wir euch etwas unterstellen wollen, aber... Kani Senna ist eine Gutige. Die Unsrigen wissen, dass sie nichts Finstriges im Sinne hat. Dass die Unsrigen Ramu gerufen haben, hatte einen Grund. Im Wald gehen die Metalligen um und die Unsrigen wollten sie vertreiben. Aber wenn Ramu herabsteigt, dann werden unsere Köpfe verwirrt. Wie wenn sie nur leere Blätter wären und Ramu drinnen wohnt. Die Unsrigen in dieser Zuflucht sind dagegen, dass die Finstrigen Silfen Ramu beschwören. Die Unsrigen wollen die von Ramu Verwirrigen retten. Aber wie? Ramu ist ein beschützter Guter. Auch wenn die Unsrigen ihn gerufen haben, solange die Eurigen nicht in unsriges Gebiet kommen, wird nichts Schlechtes geschehen. Die Unsrigen wollen keinen Krieg mit Kredania, deswegen bitten wir die Eurigen um Zeit. Die von Ramu beeinflussten Silfen können sich seiner Macht nicht entziehen. Und da Ramu ein Schutzgott ist, der sein Gebiet mit aller Kraft behütet, werden auch sie keinem Milijalm weichen. Und wenn ihnen jemand zu nahe kommt, schrecken sie von nicht zurück. Ach, wieso sollten sie die Silfen aus der Zuflucht entführen wollen? Wahrscheinlich, um sie wieder einzugliedern und Ramu zu stärken. Jedenfalls hat jeder Primae und die von ihnen beeinflussten ganz verschiedene Besonderheiten. Wir können sie nicht einfach unbesehen angreifen. Frixo, wir haben verstanden, was euch Silfen bewegt. Diese Botschaft wird auch die Gredania erleichtert aufatmen lassen. Hier, dasjenige ist eine Schrift mit den Regeln und den Gedanken der Unsrigen. Gebt es den Eurigen und die Eurigen werden noch besser verstehen. Oh, das ist wirklich sehr hilfreich. Vielen Dank. Toll, wie umgänglich und verständnisvoll Frixio ist. Da könntest du dir ruhig ein Scheibchen abschneiden, mein Lieber. Hallo, Iris. Na? Alles gut? Dass du was von Verständnis faselst, Ida. Daria Eissätze, wir machen uns auf den Weg zum Sonnenwind und berichten Menphilia. Dass der Dialog bei den Silfen so erfolgreich war, ist dein Verdienst. Deswegen steht es auch dir zu, diese Schriftrolle an die Bruderschaft der Morgenlieber zu überbringen. Wunderschönen guten in die Runde. Na? Wie war dein Tag, Hybrid? Frixio, wir danken euch für alles. Euer Verständnis hat ihr sehr den Frieden ein Stück näher gebracht. Oh, auch die Unsrigen danken sehr. Mögen die Friedigen, doch die Friedigen letztlich siegen. Abenteurige, warte. Die Erleichterigen möchten der Hilfreichigen ein Geschenk geben.
Dieser blitzige Kristall ist von damals, als Ramu zu den Unsrigen gekommen ist. Yay. Smile. Ja, wohnen kann, das verschärfen und jetzt arbeiten bei 29 Grad. Oh. Ist es bei euch schon wieder zu warm? Bei uns geht's eigentlich voll. Oh, die meine gewusst es. Eine erwältige. Bestimmt wird die deinige von einem großen Schicksal erwartet. Der Kristall von Ramu hat einen hellen Schein in der deinigen erweckt. Einmal wird er etwas ganz Besonderes bewirken. Bis dahin soll die Anvertrauige ihn sicher bewahren. Oh Gott. Und die meinige hat eine Bitte. Auf dem Rückweg nach Credania soll die Dankenswertige die finsteren Silfen besuchen. Auch wenn die Finsteringen von Ramu beeinflusst sind, bleiben dieselbigen im Silfenland. Deswegen müssen die Bewohner von Credania nicht gegen die Finsteringen kämpfen, die Hilfreiche so selbst sehen. Die Meinige markiert auf der Karte, wohin die Tapfrigen gehen muss. Dann werden keine Monsteringen den Weg versperren. Morgen Mittwoch soll es etwas abkühlen mit Regen und Donnerstag schwülwarm mit Gewitter. Ah je. Schwül ist ja immer so ein Ding, ne? Schwül kann ich ja gar nicht ab. Also bei uns soll es gehen. Morgen 26, ansonsten zwischen 21 und 19. So 19 und 21 sind im Dreh. Nachts nur noch 11 Grad. Das ist immer wieder normal. Kannst du machen. Du kannst sie gern gegen die Wand werfen. Solange die danach nicht tot umfallen, ist mir alles recht. Ansonsten gibt es einen Salatteller. Du siehst besessene Sylphen in einiger Entfernung. Sie stellen offensichtlich keine Gefahr dar, solange du nicht zu tief in ihr Gebiet eindringst. Das kann ich nicht versprechen. Dann lass es lieber. Die immer noch nach dieser eine ekelhaften E-Mail sucht. Nee. Immer noch keine E-Mail. Jo, der einmal die Quest abgeben. Ah, wenn das nicht ein Dali Eissatz ist. Wie ist dein Treffen mit den Silfen verlaufen? Seltsam. Eine Botschaft von den Silfenältesten selbst? Lass mich gleich sehen. Dann wollen die Silfen also keinen Konflikt und haben auch nicht vor, Rahmen zu beschwören? Ich muss aber erstmal weiter. Die Arbeit macht sich leider nicht von allein. Alles gut, Hybrid. Mach das. Ich würde dir ja gern viel Spaß auf der Arbeit wünschen.
Ich glaube, dann haust du mich. Und sogar die von Ramo beeinflussten Hilfen werden uns nicht tun, solange wir unsererseits nichts gegen sie unternehmen. Und dann denke nochmal wieder, alles klar. Bin ja noch ein bisschen da. Sofern nichts passiert. Dann werden wir natürlich davon absehen, gegen diese Hilfe vorzugehen. Was für eine Erleichterung. Bleibt uns hoffen, dass das auch alles stimmt. Werde Kani Senna jedenfalls sofort die Schriftrolle zeigen und berichten. Vielen Dank für deine Dienste, Daria Eistatze. Du hast einen großartigen Beitrag zum Frieden in Gridania geleistet. Es ist so warm bis jetzt. Chef nicht da und sonst alles ruhig. Also bis jetzt ist es Spaß. Okay. Dann kann ich dir ja viel Spaß wünschen. Wie lange musst du noch machen? Wann bist du erlöst? Du hast in der Angelegenheit mit den Silfen Einfühlungsvermögen und einen wachen Verstand bewiesen, hat Daria Eistatze. Der älteste Saatseherin hat sich überaus zufrieden mit dem Ausgang der Dinge gezeigt. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Eine gütige Kanisena wird ihre Anstrengungen darauf richten können, die von dem Prima Iramo besessenen Silfen zu heilen. Die unbeeinflussten Bewohner der Zuflucht wollen sie dabei unterstützen. Ich bin guter Dinge, dass man einen Weg finden wird, den Betroffenen zu helfen. Wir sind dem Bund der Morgenröte und natürlich dir bei allem Maßen dankbar. Bitte richte auch mit Filia unsere Verbundenheit aus. Ja, die klinge ich gerade schon wieder an. Aidaria, kannst du mich hören? Ich bin es, mit Filia, leider. Ida und Papa Limo haben mir alles berichtet. Ihr konntet eine Eskalation des Konflikts mit den Silfen verhindern. Das sind gute Neuigkeiten. Nun brauchen wir weder zu befürchten, dass die Silfen Ramo beschwören, noch dass die Bruderschaft der Morgenviper gegen die wilden Stämme in den Krieg zieht. Das ist äußerst beruhigend. Ich wäre dir dankbar, wenn du für eine Besprechung der aktuellen Lage einmal im Sonnenwind vorbeischauen könntest. Wir erwarten dich, Aidaria. Nein, lass mich da nicht hin, bitte. Ich will nicht zum Invidia. Bruderschaft, erste Schlange. Oh, wie lange brauche ich denn noch? Ich bin erste Novizin. Ich brauche noch 4000. 4000 brauche ich dafür. Okay. Okay, da ist gerade noch kein Dingensbonus mit bei. Achso, was brauche ich denn für ein Viech heute? Es gibt doch bestimmt wieder ein Kampffisch. Einen Kampffisch. Kann ich mir den kaufen? Wie gesagt, die Dinger werde ich mir jetzt nicht holen, weil ich bin keine Lust. Ich bin froh, wenn ich meine Staatsteile irgendwie zusammenkriege. Ist sowieso schon schwierig genug. Einen Kampffisch gibt's natürlich nicht. Ich wüsste halt noch nicht mehr, woher man den kriegt. Haben tue ich den noch nicht, ne? Okay. Also auch keinen Kampffisch. Muss ich alles erstmal gucken, was die Sachen gibt. Weiß es doch nicht. Ich könnte jetzt auch auf einen anderen Server reisen, aber. Nee. Einfach nee. So.
Wird doch Zeit, dass ich mal in die nächste Klasse beginne. Ich könnte den hier einmal freischalten. Ah, Aidaria, mir scheint die Zeit ist langsam reif, dir eine neue Herausforderung zu stellen. Schon mal von einem versunkenen Tempel von Quan gehört? Jahrhundertelang war er verschüttet, wurde aber freigelegt. Er hat sich die Erdplatten während der 7. Katastrophe verschoben. Wer weiß, welche lang gehüteten Geheimnisse er verbirgt. Da treten einer gestandenen Abenteurerin die Tränen in die Augen, was? Der versunkene Tempel von Quan liegt im südlichen Tanalan. Die Wache am Eingang heißt Bibimu und macht einen ganz kooperativen Eindruck. Wenn du sie lieb bittest und einen schönen Gruß von mir ausrichtest, lässt sie dich bestimmt rein. Ja, dann viel Glück, meine Liebe. Jo, den Auftrag nehme ich mir nämlich definitiv mit. Dann machen wir nämlich gleich noch die Tempel von Quan. Und dann können wir dann noch Stufensteigerung machen und dann sollte der 50 sein. Willkommen zurück, Aidaria. Danke für deine Hilfe in der Sache mit Ramu. Du hast dem Bund der Morgenröte alle Ehre gemacht, wie ich gehört habe. Löblich, löblich. Menfili erwartet dich im Saal der Morgenröte. Ach, hier sind wieder Bots. Jede Menge Bots. Oh Gott. Oh nee, ich muss lesen. Wie ich gehört habe, brauchen wir uns um Ramu erst einmal keine Sorgen mehr zu machen. Ganz recht. Die Gefahr ist zwar noch nicht völlig gebannt, aber fürs Erste sollten wir unsere Ruhe vor ihm haben. Das ist beruhigend zu wissen. Doch sag, gibt es Neues von unserem maskierten Freund? Darum kümmert sich Tankred. Wie wir dachten, sind sie einer und viele zugleich. Welche Ziele sie verfolgen, wissen wir aber noch nicht. Ich verstehe. Ach übrigens, wo ist eigentlich Alizée? Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Meine Schwester will die Probleme auf ihre Art angehen. Ich glaube, sie braucht so etwas Zeit, um die 7. Katastrophe vollständig zu verwinden. Aber keine Sorge, sie ist weiterhin auf unserer Seite. Nun denn, ich habe den Bericht von Badesions Gelehrten bei dir abgeliefert. Jetzt warten neue Aufgaben auf mich. Wenn du mich bitte entschuldigst. Wir werden diese Angelegenheit wie geplant weiter verfolgen, oder? Selbstverständlich. Aidaria, du bist schon zurück? Das ging aber schnell. Es ist schön, dich wieder bei uns zu haben. Ich bin jetzt so froh, dass wir eine gewaltsame Auseinandersetzung verhindern konnten. Ohne dich wäre das niemals möglich gewesen. Vor dem Prima Efrid und Ramu hätten wir damit für die nächste Zeit nichts zu befürchten. Wie schön, dass die Silfen mit sich reden ließen. Wer ist der nächste Prima E? Die Saragin und Leviathan? Ihr Prima Leviathan scheint auf die Rufe seiner Anhänger in jüngster Zeit nicht viel zu geben. Das treibt die Fischköpfe natürlich nur dazu an, es umso häufiger zu versuchen. Leviathan ist für seinen unersättlichen Ätherhunger bekannt. Vermutlich ist es den Saragi noch nicht gelungen, genügend Kristalle aufzutreiben. Ich denke, wir können sie fürs Erste ruhigen Gewissens ignorieren. Fürs Erste, ja. Ob Ramu oder Leviathan, die Motive der wilden Stämme sind unergründlich. Und ihr Handeln entzieht sich unserer Kontrolle. Niemand kann sagen, wann und wo wir ihnen und ihren Göttern gegenübertreten müssen. Wir sollten daher weiter unsere Pläne verfolgen, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Die Konfrontation ist unausweichlich und nur eine Frage der Zeit. Hallo Darky, Eso hast du leider verpasst. Wir spielen jetzt, glaube ich, seit... Warte mal... 27 Minuten spielen wir Final Fantasy. Davor haben wir
ich glaube, etwas über 3 Stunden ESO gespielt. Ein bisschen Gras weit rumgewandert. Und ja. Jetzt. Jetzt auch. Du kannst es dir in der Wiederholung ansehen, dann weißt du ja, dass es so war. Also wirklich. Warum sollte ich lügen? Gib doch einen Beweis. Morgen. Nach dem Stream gibt es einen Beweis. Ich würde jetzt sagen, schade, dass niemand geklippt hat irgendwas, aber es gab nichts Klippenswertes. Ansonsten kannst du auch Kitty fragen. Kitty weiß, dass ich ESO gespielt habe. Er hat nämlich mitgespielt. Und was ist mit dem Prime E der Kobolde? Mit Titan? Mit der Observation der Kobolde ist derzeit der Marschturm aus Limsa-Luminsa beschäftigt. Sicher werden wir schon bald von ihm hören. Ein weiterer Prima E gibt es allerdings noch. Einen weiteren Prima E gibt es allerdings noch, meine Freunde. Ja, er ist mit seiner Katze nach Gradwald gekommen. Haben ein bisschen durch oder rumgequestet. Und ja. Er war live dabei. Einen Dolm haben wir, glaube ich, gemacht. Und einen Dungeon? Irgendwo komisches Grab. Ne, das hätten wir auch gemacht. Irgendwas mit N. Nasal? Ich glaube, Nasal war es. Oder wie auch immer dieses komische Ding hieß. Da sind wir auch durchgewandert. Und ja. Wie gesagt, einfach nur ein bisschen gequestet. Gut noch. Dafür gibt's doch nächsten Montag wieder. Vielleicht sogar Donnerstag. Aber ich weiß es noch nicht. Es kommt doch an, wie das Disney-Spiel ist. Wenn das Disney-Spiel gut ist, dann gibt's das Disney-Spiel. Wenn das Disney-Spiel schlecht ist, dann gibt's ESO wahrscheinlich. Aber wie war dein Tag? Was hast du so Schönes gemacht? Ja, genau, Garuda. Die habe ich eigentlich gemeint. Sie ist der Prima Elder Ixal, die in Redania leben. Dass ich sie mit Leviathan verwechseln konnte. Oh Gott. Was einem mal wieder vor Augen führt, wie weitläufig Eosea eigentlich ist. Kein Wunder, wenn man da die Nadel im Heuhaufen nicht findet. Gäbe es doch nur einen Weg, der uns das langwierige Suchen ersparen würde. Wäre er doch nur bei uns in dieser Stunde. Er wüsste bestimmt einen Rat. Langweilig, ich hatte nur 2 LKWs gehabt. Ja. Aber dann kannst du jetzt ja die Langeweile vertreiben, hoffe ich. Ja, wo steckt der Chef eigentlich? Das frage ich mich auch. Der Chef ist auf Urlaub. Nun, wie auch immer. Unsere aktuelle Mission war jedenfalls ein voller Erfolg. Das sollten wir feiern. Die Bruderschaft und der Rat der Sazia höchst selbst werden ein wachsames Auge auf die Silfen haben. Wenn sich dort etwas tut, erfahren wir es sofort. Ja, ESO, PvP gekloppt. Ich glaube, in ESO werde ich tatsächlich kein PvP machen. Ich weiß es aber noch nicht. Mal gucken. Ich bin ja nicht so der PvP-Freund. Also, meine Freunde, ruht euch erst einmal aus von den vergangenen Strapazen. Ihr habt es euch redlich verdient. Würde ich ja gerne. Ich darf mich ja nicht ausruhen. Ich muss ja direkt weitermachen. Was ist, Adaria? Bist du denn gar nicht müde? Ein Mann in einer schwarzen Robe mit einer roten Maske, sagst du? Der nannte sich ganz sicher Lahabrea. Aschien Lahabrea. Aber warum? Bis zur 7. Katastrophe sind wir nie von den Aschiens behelligt worden. Warum erscheinen sie ausgerechnet jetzt auf der Bildfläche? Sicher werden die staatlichen Gesellschaften sich schon bald wegen der Primae an uns wenden. Und bis dahin sollten wir die Zeit nutzen, um alles über Lahabrea herauszufinden. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ich teste mich daran. Aber ich muss sagen, ich stelle mir immer wunderschön.
No. Ja, mal gucken. Vielleicht teste ich wieder auch irgendwann mal vorwärts. Was geht da vor? Wir machen das ganz spannend. Ach nee, nur cool. Eine Silfe. Mit süßen kleinen Stimmebeinchen. Endlich hat die Meinige die Deinige gefunden. Die ältigste Fryxio hat die Meinige gebeten, der Deinigen und den Laufenden zu helfen. Die Meinige wird den Abenteurigen eine große Hilfe sein. Die Kleinige hingegen, die Kleinige sollte eine buschige, eine besuchige, oh mein Gott, ich habe tatsächlich buschige gelesen. Eine besuchige nicht so unfreundlich begrüßen, das gehört sich nicht. Kommt nicht wieder vor, ich verspreche es. Okay. Also, was? Ich glaube, das war jetzt das Ding, wo ich gleich in die Wüste muss. Die hätte mich wenigstens bei Minfili abstellen können. Ach, komm schon. Tataro hat mir mit ihrem Gekreische einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Dabei sollten wir eigentlich jubeln, dass der bunte Morgenröte eine neue Verbündete gewonnen hat. Erst haben sich die Völker die Hände gereicht, jetzt schießen sich auch die wilden Stämme unseren Reihen an. Zaghaft zwar, aber es ist ein Anfang. Diese Hilfe ist ein erfreuliches Zeichen dafür, dass Eosea dem Frieden wieder ein kleines Stückchen näher gekommen ist. Doch die Ashians wollen sich unserem Glück in den Weg stellen. Finsternis, die selbst die Schatten verschluckt. Sollten sie sich tatsächlich so offen zeigen, wir dürfen diese besorgniserregende Entwicklung nicht ignorieren. Ja, Errungenschaft. Entschuldige, dass ich dich gar nicht zur Ruhe kommen lasse, aber es wäre gut, wenn wir dieser Sache mit La Habrea sofort nachgehen könnten, solange wir die Zeit dazu haben. Wir müssen versuchen, mehr über diesen Magier mit der roten Maske herauszufinden, dem du in den tausend Löchern von Totorak begegnet bist. Über die Ashians wissen wir noch so gut wie gar nichts, nur dass sie Chaos und Verwirrung stiften, wo immer sie aufkreuzen. Es würde mich daher überhaupt nicht wundern, wenn die Ashians auch bei unserem Problem mit dem Primae und den Windstämmen ihre Finger im Spiel hätten. Umso dringender müssen wir der Sache nachgehen. Ich habe mich an die drei staatlichen Gesellschaften gewandt und aus Urde hat uns tatsächlich Nachricht erreicht. Angeblich weiß die Legion der Unsterblichen etwas über den Verbleib eines maskierten Magiers. Begib dich für uns zum Hauptquartier der Legionäre und höre dich um, was man dort zu berichten hat, Aldaria. Der Gegner ist unberechenbar, sei auf der Hut, hörst du? Ja, dann passt das mit dem Tempel vom Quan. Dann kann ich da nämlich rein und dann machen wir da alles fertig. So, Neidkreuzung. So, Neidkreuzung. Natürlich ist da immer noch nichts angekommen. Ich warte nämlich die ganze Zeit schon auf eine E-Mail, die einfach nicht kommt. Es ist furchtbar. Ich hasse es, wenn man auf was wartet. Okay, das sieht cool aus. Das ist auch wieder die Frisur. Die hätte ich ja gerne. Die hätte ich gerne. Warum muss es eigentlich gerade regnen? Ich hätte allgemein gern was anderes zum Anziehen für sie. Ah, die Botin vom Bund der Morgenröte. Ich habe dich bereits erwartet. Minfilia ließ uns wissen, dass ihre Hinweise auf den Verbleib eines, maskierten Mannes sucht. Und ich glaube, ich kann euch tatsächlich mit einer Information dienen. Ein in Hohenbrück stationierter Söldner der Messingklingen wird einen Mann gesehen haben, auf den eure Beschreibung zutrifft. Leider starb er keine zwei Tage später und wurde von einer Horde Quirken übel zugerichtet.
Man weiß nie, wann das Schicksal zuschlägt. Aber ihr braucht nicht zu verzagen. In Hohenburg wimmelt es von Händlern. Vielleicht gibt es ja noch weitere Augenzeugen. Es liegt lediglich einen halben Tagesmarsch von hier. Versucht doch mal euer Glück. Ein Bekannter von mir, ein Händler namens Hibaru, ist für gewöhnlich ausgezeichnet informiert. Wenn es Unruhestifter in und um Hohenbrück gibt, weiß er sicherlich Bescheid. Ich brauche Level 50. Bevor ich aber nach Hohenbrück gehe, port mich zwar schon mal hin. Jetzt aber erstmal ins südliche. Ins südliche Tanalan. Denn ich will mir einmal kurz den Tempel freischalten. Dann können wir da nämlich schon mal uns für den Inhalt anmelden. Wäre nicht verkehrt. Da haben wir gerade drauf zu. Bestiarium, Schluchtbussard. Velvic Forst. Was bräuchte der Schluchtbussard? Ah, für den. Ja. Ah, hier muss ich einmal noch ins zentrale Körters. Guck ich gleich mal, dass ich ins zentrale Körters auch noch komme. Nee, wir haben leider auch den Nordwald nicht. Toadpeiste. Zentrales Tanalan. Sonst kommt man von hier nirgendwo weg. Okay. Was ist die Toadpeiste? Holen wir uns auch direkt mal. So, weil wenn wir Körters abschließen würden, wenn wir dafür auch nochmal Staatstaler kriegen. Ohne das Staatstaler jede Menge. Bibimu, hatte ich jetzt. Du stehst vor den Toren des nicht mehr so versunkenen Tempels von Quan, Abenteurerin. Er wurde einst von den Bewohnern Belladias errichtet, um der Sonnengöttin Azima zu huldigen. Ein Expeditionskorps ist momentan mit der Forschung des Tempels beschäftigt, kommt aber nicht so recht voran. Der Tempel ist nämlich gespickt mit Fallen, die Diebe abhalten sollen. Du bist nicht zufällig Expertin im Fallenentschärfen, oder? Einige Abenteurer haben wir schon reingeschickt, aber die meisten waren nach dem Entschärfen der Fallen leider nicht mehr in der Lage, sich ihre Belohnung abzuholen. Weil sie nämlich drin steckten. Aber nur zu, wenn du dich traust. Ich werde dich ganz bestimmt nicht aufhalten. Okay. So, das ginge. Werde ich aber einmal so rein. Jetzt muss ich gucken. Einmal Gridania. Von Gridania aus gehen wir in Nordwald und von da aus nach Körters. Tun uns da einmal die Xal.
Da holen wir uns einmal die Xal. Muss auch bald zusehen, dass ich Stufe 30, also Stufe 30 Klassenquests hinkriege. Eine Klassenquest sollte ich mich heute wohl auch mal setzen. Könnte sonst einfach problematisch irgendwann werden. Level 47 und naja. Ich glaube allgemein ist mein Deck gerade auch nicht so gut. Ich habe mich auch jetzt nicht so drum gekümmert. 24... 23, 20... Oh Gott. Ich habe mir bestimmt einen auf dem Deckel für. Ich liebe dieses Mount. Oh, dieser Hai ist einfach nur cool. Die Xer müssten mal nicht da sein. Der Drachenkopf. Oh, das Mount hätte ich auch gerne. Gibt noch so viele Mounts, die ich mir noch holen muss. Wird noch lustig, alles zu sammeln. Oh yeah.